Hey, meine Lieben, willkommen zurück zu diesem Kanal. Entschuldigung, willkommen zu diesem heutigen Video hier. Ich bin so ein bisschen erkältet, aber ansonsten geht es mir relativ gut. Und trotzdem lasse ich mich heute nicht davon abhalten, für euch zu drehen. Ich habe meine Kamera sozusagen wieder in der Hand. Und das ist alles, aber hat nichts Gutes zu bedeuten. Wir werden heute weihnachtlich dekorieren. Inklusive den Weihnachtsbaum aufstellen, weil heute in 24 Tagen ist Heiligabend und ich möchte ein bisschen was länger vom Weihnachtsbaum haben, weil dann stelle ich ihn auf und dann ist es mir immer ein bisschen zu kurz. Das finde ich irgendwie sehr schade. Ja. Und obwohl ich mir eigentlich vorgenommen habe, dies ja nicht zu kaufen, habe ich es wieder getan. Das ist alles aber kein gutes Zeichen. Und ich sage, bevor wir mit dem Video starten, wollte ich mir vorher eine Videofrage: Habt ihr schon weihnachtlich dekoriert oder noch nicht? Ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal einen kleinen Überblick. Und ich würde sagen, wir legen los. Das ist alles noch alte Weihnachtsdeko. Plus die zwei Sterne hier. Und jetzt kommt natürlich das absolute Grauen. Das ist alles neu. Ich zeige jetzt einfach mal einen kleinen Überblick. Also, wir haben hier einfach einen Adventskranz. Ich hatte letztes Jahr mal meinen selbst gebastelt. Diesmal habe ich mir jetzt wieder einen echten geholt. Dann haben wir so ein LED-Geschenk in zwei Größen. So Weihnachtsservietten, Klatsch-Sets, Keksdosen, meine selbstgebastelten DIYs, Batterien, mein neues Dekoglas, mein neues Dekotablett, mein selbstgebasteltes Ding, dieses LED-Ding. Kann ich dir selber zeigen? Ja. Dann so LED-Bäume, solche Kunstpflanzen, solche Bäume halt. Ja, hier ist das kleine Geschenk. Dann ein Stern, ein LED. Und das zeigt was. Das ist mir vollkommen scheißegal, ob ihr mich dafür auslacht. Badematten! Badematten für Toilette lang und noch ein WC-Deckel, weil ich finde, im Badezimmer kann ich irgendwie nicht wirklich dekorieren. Also habe ich gesagt, kaufe ich mir jetzt diese Badematten. Die habe ich mir von eBay bestellt. Die verlinke ich euch gerne in der Infobox, wenn ihr daran Interesse habt. Ja, und dann noch ein paar, ja, Klebedinger. Hier steht auch mein altes Dekoglas. Ich habe ganz vergessen, dass ich das habe, sonst hätte ich mir dieses Jahr kein neues geholt. Das ist alles aber schon nicht gut. Ja, da stehen natürlich noch meine Zierkürbisse, die jetzt endlich mal weg können. Hier ist eigentlich auch noch Herbstdeko. Da auf dem Tisch ist Herbst- und Weihnachtsdeko. Ja, da oben ist auch wieder so typisch herbstlich. Also, das ist alles aber nicht gut. Dann haben wir hier natürlich die Blätter, die auch sehr herbstlich sind. Und halt auch hier, ne? Also, keine Ahnung. Ich muss jetzt einfach mal schauen, wie es weitergeht, würde ich sagen. Ich nehme jetzt erstmal eine Tüte und pack alles an Herbstdeko ein. So, nachdem ich die ganze Herbstdeko entfernt habe, habe ich auch neue Tischdecken gekauft. Und zwar gibt es beide aktuell bei Real. Kosten jeweils 10 Euro pro Strom, habe ich mich einmal für die hier entschieden. Und dann habe ich noch einmal die hier. Und die kommen beide jetzt erstmal auf den Tisch. Bevor die auf den Tisch kommt, zeige ich mir kurz hier die Toilettensitze. Das ist der Toilettensitz. Das wird nachher einfach rüber gemacht. Und dann haben wir noch eine Matte und noch eins für die Toilette. Und jetzt kommt erstmal die eine Tischdecke darauf. Und da ist sozusagen die zweite Tischdecke. So. Als nächstes kümmern wir uns hier schon mal um die Fensterbank. Das kommt nicht alles runter, da werden nämlich diese zwei Sterne raufkommen. Ich habe beschlossen, noch so einen Stern drauf zu stellen, zumindest erstmal. Vielleicht stelle ich den anderen Stern irgendwo anders hin. So sieht das Ganze jetzt schon mal aus. Als nächstes haben wir hier unsere schönen Weihnachtsservietten. Die werden in unseren Serviettenhalter kommen, den ich eigentlich vorher noch auf den Tisch gestellt habe. Und als nächstes packen wir jetzt mal oder holen jetzt mal alles raus, was batteriebetrieben ist. Und packen die Batterien an. Aber vorher habe ich hier noch solche Tischsets und die kommen da auch noch drauf. So, und die Tischsets passen gut zu diesem Weiß-Grau, weil das auch so eine graue Tischdecke ist. Von daher passt das perfekt.
Und jetzt holen wir erstmal alles raus, was batteriebetrieben ist. Weil wir müssen erstmal Batterien einsetzen. So, ich habe einiges schon mal rausgeschickt. Allerdings habe ich jetzt noch diese Glitzervase, die ich letztes Jahr in einem DIY selbst gemacht habe. Und zwar habe ich mir, ich glaube, bei Teddy zwei solche Dinger geholt. Einmal so eine Kugel und einmal so ein Grünzeug. Und das packe ich beides in die Vase rein. So, ich habe da jetzt zwei Bilderrahmen. Noch so ein Ding, was auch, glaube ich, batteriebetrieben ist. Dann hier meine zwei LED-Geschenke und noch so ein neues Holzding. Weil ich habe zwar zwei Stück, allerdings fehlen hier jede Menge Sterne. Und da ist irgendwie auch die Hälfte abgebrochen. Von daher kann ich die jetzt endlich mal wegschmeißen. Und jetzt kommen da erstmal Batterien rein. So, und jetzt ist mir gerade aufgefallen, das ist sogar das Gleiche, außer dass das Holz heller ist. Und ansonsten ist es das Gleiche. Also wunderbar. Und es ist heile. Yay! So, jetzt müssen wir diese LED-Geschenke machen. Davon habe ich zwei Stück. Planmäßig wollte ich die auf den Flur stellen. Und jo. So, jetzt heißt, sind überall LED drin, die Geschenke LED sind drin. Das hier ist drin, das hier ist drin. Und in diesen zwei gehen die Gott sei Dank noch. Als nächstes werde ich mich jetzt an die Flugardrobe machen, weil da haben wir ja eine Flugard, was hat nicht Flugardrobe, sondern Schuhschrank. Da haben wir eine große, riesige Fläche, wie ihr sehen könnt. Und da wird dann einfach Kunstschnee draufkommen und dann wird dann dieses LED-Dorf draufkommen. So habe ich den Schnee jetzt da drauf verteilt und jetzt haben wir da vorne dieses LED-Dorf und das werden wir jetzt alles nach und nach rausholen. So, so sieht das Ganze aus und jetzt passt mal auf. 3, 2, 1. Richtig, richtig schön, oder? Was sagt ihr? So, als nächstes werde ich mich, glaube ich, erstmal an die ganzen Fenster machen und alle Fensterbilder machen. Und das könnte, glaube ich, erstmal ein Weilchen dauern. So, jetzt habe ich meine drei Fensterbilder rein und das werde ich jetzt alles so ein bisschen verteilen. Hier in der Küche und im Arbeitszimmer. So, in der Stube bin ich jetzt schon fertig. Da habe ich einmal diese Stadt und ein paar Schneeflocken. Und hier habe ich einfach die zwei blauen Elche und ein paar Schneeflocken. Jetzt machen wir mal weiter mit der Küche. So, in der Küche ist es gerade ein bisschen beschlagen. Jetzt muss ich das Fenster aufmachen, damit dieses Beschlagene weggeht. In der Zeit machen wir mal kurz im Arbeitszimmer weiter. So, hier habe ich jetzt auch ein bisschen Blau dran. Und genauso wie da auch. Und jetzt gucken wir mal, ob die Küche nicht mehr so beschlagen ist. So, dass ich das jetzt ein bisschen schlagen müsst, lasse ich das erstmal so. Aber wir haben jetzt den LED-Stern hier schon mal aufgestellt, weil ich finde, einen in die Küche und eine Stube, dann passt das perfekt. Ich werde mich jetzt als nächstes machen, erstmal hier den Kerzenständer wegzunehmen. Irgendwie mache ich hier alles so nebenbei und werde hier diese zwei LED-Geschenke reinstellen. So, ich habe den Kerzenständer weggenommen, das LED-Geschenk dahingestellt, weil ich finde, das passt da super hin. Und ja, als nächstes würde ich sagen, kümmere ich mich mal im Kurs um die Toilette, weil das geht wirklich am schnellsten. Wir nehmen jetzt die neuen Bezüge hier und ersetzen das auf jeden Fall. Ich bin mal sehr gespannt, wie es aussieht. Vor allem ein sehr komisches Gefühl, sowas im Badezimmer zu haben. Aber ich glaube, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Wir haben mal vorher unsere weißen Bademantel. Haben wir uns endlich mal einen neuen Toilettensitz geholt. Wir fanden den beide mega schön, aber der wird jetzt erstmal überdeckt. Oh mein Gott, Leute, wenn das nicht weihnachtlich aussieht, dann weiß ich auch nicht. Richtig geil. Finde ich voll Hammer. Ich verlinke euch das gerne auf jeden Fall unter Infobox. Ich finde es Hammer. Und es kommen noch die Matten hier raus. Okay, die Badematten sind viel, viel kleiner als die vorigen, aber das ist nicht so schlimm. Ich finde es trotzdem richtig geil. Und das ist auf jeden Fall schon mal das Badezimmer. Oh mein Gott, wie geil sieht das denn bitte aus? Am geilsten, Leute, finde ich wirklich das. Und das ist mein Timer. Ich muss eben nach meinem Essen gucken. So, ich muss gerade den Timer länger einstellen. Jetzt. Oh, apropos Herbstdeko. Da oben ist noch was von der Herbstdeko. Hoppala. Jetzt werden wir mal eben die Kissenbezüge beziehen, die ich hier auch noch habe von letztem Jahr. Da haben wir schon mal unsere hübschen Weihnachtskissen. Hier haben wir auch noch irgendwo eine Weihnachtsdecke. Jetzt fragt mich bitte nicht, wo sie ist. Und die suche ich mal eben. Gefunden! Tada! So, sind wir schon mit der Ecke fertig. Ich würde sagen, jetzt kümmere ich mich hier mal weiter um unsere Fensterbank. Ich denke einfach mal, ich werde da noch so ein paar Bäume hinstellen. Und danach war es das, glaube ich, schon. Weil ich finde, dann reicht es eigentlich auch. So sieht das Ganze aus.
Obwohl ich noch nicht so hundertprozentig zufrieden bin, aber egal. Wir kümmern uns jetzt mal hier oben drum. So, ich habe gerade das mal die zwei roten durch die zwei goldenen ersetzt. Und da habe ich mir noch von Tidi zwei super schöne Girlanden geholt. Die sind mit solchen Bären und dann ist da so Gold und Silber drin. Sehr passend zu den Kerzen. Und das kommt jetzt da oben drüber. Nummer 1, viel, viel schöner. Jetzt werde ich hier mal Platz machen, weil da soll auch noch eine Girlande hin. Und dann habe ich nämlich auch noch eine. Ich bin überlegen, ob ich den noch auf die Fensterbank setze. Allerdings will ich da bei der Fensterbank keine Flammen haben, sondern eigentlich nur Teelicht. Also werde ich mal gucken, wo ich die lasse. Und jetzt kommt da noch so eine Girlande hin. Als nächstes habe ich beschlossen, da den Schlitten hinzustellen. Da werden gleich noch vier rote Kerzen draufkommen. Und dann habe ich ja noch dieses wunderschöne gebastelte vom vorletztem Jahr. Und das kommt da ran. Irgendwie kommt das so ein bisschen verloren vor, glaube ich. Aber ich lasse es jetzt erstmal dort hängen. Als nächstes werden wir jetzt mal die Etagere da auf den Tisch stellen. Und dann kommt da ganz viel Weihnachtssüßigkeiten drauf. Also mit der Fensterbank muss ich dann auch was machen, aber passt mir das überhaupt nicht, wie es da steht. Als alles werden wir das Bild austauschen und das Bild austauschen, siehst du, noch ein Herbstdeko und werden die zwei Wandbilder da aufhängen. Ich habe gedacht, ich hätte alles abgehängt. Ja, dann sieht man mal, wenn man nur auf Weihnachten konzentriert ist. So, Bild 1, Bild 2. Nur mit der Fensterbank, da bin ich irgendwie noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Das juckt mich auch richtig in den Finger, was ich da jetzt mache. Vielleicht packe ich auf einer Seite nur Bäume hin, auf der anderen Seite stelle ich irgendwie so ein LED-Ding hin. Versuchen wir das mal. So bin ich zwar auch noch nicht hundertprozentig zufrieden, aber immerhin schon was. Jetzt wird erstmal Pause gemacht, weil jetzt gibt es erstmal Abendessen. So, ich stelle fest, dass ich immer noch nicht so hundertprozentig zufrieden bin mit der ganzen Deko hier. Ja, gut, ich habe da jetzt erstmal die Kerzen draufgepackt. Und weiß jetzt noch nicht, was mit der Fensterbank machen soll. Ich weiß sozusagen noch gar nichts. Wir haben jetzt gerade erstmal gegessen. Ich werde jetzt erstmal meine Etagere darauf stellen. So, jetzt habe ich das so stehen, bin aber immer noch nicht hundertprozentig zufrieden. Also lang kriege ich echt einen Abdreher. Das Einzige, was mir jetzt schon mal gefällt, ist auf jeden Fall der Tisch und halt auch der Esstisch. Hier bin ich auch relativ zufrieden, da genauso. Nur die Fensterbank, die passt mir irgendwie zum Tod nicht. Ich könnte kotzen. Nein, lieber nicht. Genau, ich probiere noch ein bisschen rum und melde mich gleich. Ich habe jetzt beschlossen, alle Tüten irgendwie noch so ein bisschen auszupacken und erstmal alles auf den Tisch zu legen. Vielleicht finde ich ja gleich noch was für die Fensterbank. Als allererstes werde ich erstmal den Tannenbaum hinten aufstellen, weil der steht mir eigenartig im Weg. Woran ich natürlich nicht gedacht habe. Ich habe da einen Staubsauger dran gemacht. Aber dadurch, dass der Tannenbaum da steht, ist es wahrscheinlich schwierig, daran zu kommen. Deswegen werde ich erstmal den Weihnachtsbaum aufbauen und dann mal gucken, ob ich da rankomme. So, da steht unser Weihnachtsbäumchen schon mal provisorisch. Ich muss da gleich noch ein bisschen zubeln und Lichterkette passt mir noch nicht so ganz. Und jetzt muss ich jetzt noch, das noch ein bisschen gerade zubeln, bis ich so hundertprozentig zufrieden bin. Und dann kommen da die Weihnachtskugeln dran. So finde ich ihn wesentlich besser. Und jetzt habe ich mich entschieden für rote Weihnachtskugeln, weil ich auch eine rote Spitze habe. Und jetzt werden wir mal nach und nach da die Weihnachtskugeln und die Spitze anbringen. So, aktueller Stand der Lage ist so eigentlich pures Chaos, können wir. Mein Weihnachtsbaum steht endlich mit den Weihnachtskugeln. Was ich mit der Fensterbank weiß ich immer noch nicht. Ich habe ein paar Fensterbilder aufgeklebt, wie man sehen kann, aber irgendwie ist das Fenster ein bisschen zu voll. Da werde ich das gleich nochmal umdekorieren. Aber ich werde dir schon mal meinen Essence DIY Adventskalender selbst packen. Und dann mal gucken, was ich da mit dieser scheiß Fensterbank mache. Das macht mich echt kirre dieses Jahr. Ja, Toilette ist relativ schnell. Das Arbeitszimmer habe ich eigentlich auch noch nicht. Weder die Fensterbank noch mein Videohintergrund. Ich habe noch so viel. Das heißt, das werde ich tatsächlich erst so ein bisschen verteilen. Aber erstmal werde ich mich hier um den Adventskalender kümmern und dann nochmal um das Fenster. Ich habe schon, ich werde den Adventskalender morgen machen, weil ich habe da heute keinen Bock mehr drauf. Da wird dann ein extra Video dazu kommen. Ich werde jetzt erstmal dieses Deko-Tablett fertig machen. Und dann denke ich mal, kommt es eventuell auf die Fensterbank. So, das Deko-Tablett ist jetzt fertig. Das finde ich ganz schön, aber mir passt es nicht so hundertprozentig auf die Fensterbank. Ich denke mal, das werde ich ins Arbeitszimmer bringen, auf meinem Videohintergrund. Hier stehe ich aber immer noch da, wo ich angefangen habe, und zwar bei diesem Scheißdings. Ah! Okay, Leute, ich probiere jetzt noch ein Weilchen rum. Ich hoffe mal, dass ich das gleich irgendwie hinkriege. Weil wir haben es inzwischen 7:30 und meine Wohnung oder unsere Wohnung sieht aus wie Sau. Hilfe! Na egal, ich versuch's mal. So, jetzt gibt es eine Live-Room-Tour für euch. Wir beginnen allerdings draußen im Hausflur, weil wir da auch was hingehängt haben.
So, erstmal Licht an. Da haben wir auf jeden Fall so schöne Glocken aufgehängt, was ich ziemlich cool finde, muss ich sagen. Wenn wir dann hier zumachen, da haben wir dann den Weihnachtsmann, der hier so hängt, was ich ziemlich cool finde. Hier haben wir oben unser Brett und da haben wir natürlich unser schönes beleuchtetes Weihnachtsdorf. Dann machen wir mal weiter mit der Küche. Da ist nichts Spektakuläres. Hell, dunkel. Dann gehen wir weiter in die Stube. Das ist jetzt sozusagen mit Licht. Und das ohne Licht, das ist trotzdem richtig schön hell. Also hier haben wir unseren Esstisch mit der Tischdecke, so ein paar Platzsets, Deko, eine Pflanze. Der Weihnachtsbaum steht auch schon, weil ich ein bisschen was. Oh Mann, Hilfe. Länger von haben wollt. Hier haben wir unseren Esstisch dann mit dem Dekoglas, ein Adventskranz schon mal, meiner Weihnachtskerze und halt so eine Etagere mit verschiedenen Süßigkeiten und Nüssen. Hier haben wir dann sozusagen das Sideboard mit dem Schlitten, eine schöne Dekogirlande und Christmas. Da oben haben wir auch nochmal eine Dekogirlande mit goldenen Kerzen. Und hier haben wir sozusagen die Fensterbank. Draußen, weiß ich nicht, ob ihr das jetzt erkennen kann, das ist mittlerweile 10:30. Ich zeige es trotzdem einmal kurz. Also so sieht das jetzt einfach draußen aus. Man konnte jetzt, ist das kalt. Man konnte es jetzt einfach mal sehen. Dann kommen wir jetzt noch zum Badezimmer. Da ist ja auch sozusagen dekoriert. Ja, das ist sozusagen das Badezimmer. Da habe ich einfach nicht viel gemacht. Einfach meine Bademann hingestellt mit Merry Christmas inklusive den Toilettendeckel. Ja, ihr könnt mich jetzt auslachen, das ist mir total egal. Und noch ein paar Fensterklebebilder im Badezimmer. Und jetzt kommen wir eigentlich theoretisch auch nur noch zum Arbeitszimmer. So. Also, da haben wir hier sozusagen meine Videoecke. Da ist einfach mein selbstgebasteltes LED-Dorf. Dann haben wir eine Schale mit Süßigkeiten, falls jemand im Hängesessel mal Süßigkeiten essen möchte. Dann haben wir hier sozusagen, ja, mein Regal mit Licht, ohne Licht. Und dann zeige ich euch eben nur kurz die Fensterbank. Und zwar sieht die so aus.